NDR Sommertour hier live im Hansapark. Wir haben jetzt Verena und Jan hier neben uns stehen, die uns netterweise ein kleines Interview geben. Jan, Verena, wie gefällt es euch bis jetzt im Hansapark? Also ich habe ja noch gar nichts vom Hansapark gesehen, außer das ist so fies, du stehst auf der Bühne und siehst bei der Arbeit immer da den Flug von Novgorod und dieses verrückte Kettenkarussell und denke immer so, oh, das ist ja schön da drüben, aber ich kam noch gar nicht hin. Ja. Schön, dass so viele Menschen heute gekommen sind, weil es ja echt super Stimmung hier. Das merken wir ja auch auf der Bühne, dass man sagen muss, hier einmal bitte klatschen und dann gehen sofort 5.000 bis 10.000 Hände nach oben. Also Stimmung ist super. Wir haben schon Achterbahn gefahren, schon gemacht. Voll. Passt ganz gut hier zum Hansapark. Und heute ja auch Christina Stürmer, die kommt ja auch gleich noch. Ja, da in dem Bus wohnt sie gerade noch. Ja. Schläft sie. Hat auch gerade geduscht, oder man sieht, dass es gerade ausgelaufen ist, das Wasser da vorne, das ist die Dusche, glaube ich. Vielleicht hat sie gerade geduscht, ja. Kann auch sein. Kannst ja mal checken. Oder sie war auf WC. Weiß ich nicht.